Willkommen zurück zu dieser neuen Folge des RP-Events zu Northgard. Und da geht es jetzt auch weiter. Mein Name ist Urun. Wir sind hier zusammen mit unseren Spielern und unseren Mitmoderatoren, unter anderem die liebe Kari. Einen wunderschönen guten Tag. Genau. Und da geht es jetzt dann weiter. So, wir schauen direkt mal um. Ich habe bisher den Kasrik, den Berserker, gefunden, unseren Wolfsclan. Wie geht's euch? Uns geht es sehr gut. Wir haben soeben einen Segen erhalten. Welchen Segen denn? Balderes Segen. Ah, die Zufriedenheit eurer Bewohner hat sich gesteigert. Sehr, sehr schön. Das hört man gern. Wie geht's denn unserem Nachbarn des Rabenclans, Björn Rogansson? Wir feiern ein Fest nach dem anderen, verbrennen Holzscheit nach dem Holzscheit, sogar im Sommer. Uns geht es perfekt. Und soeben habe ich Thorfinn Thorvaldsson kennengelernt. Ah nein, gar nicht wahr. Der hat gerade den Jarl-Titel bekommen. Und in der Sekunde habe ich ihn kennengelernt. Thorfinn Thorvaldsson, der Name. Ich bin Jarl geworden. Ich bin... Ja, Thorfinn Thorvaldsson vom Clan der Raben. Für uns ist die Entdeckung und der Handel das Wichtigste. Und seid auch, lasst mich auch meinen Sohn begrüßen, Björn Thorvaldsson. Wir freuen uns, diese Lande hier zu teilen. Wir dachten, wir wären alleine, nur mit Riesen als Nachbarn. Nun, es ist immer gut, einen weiteren Nachbarn zu haben. Sogar den Rabenclan, der berühmt ist für seine weitläufigen Entdeckungen. Denn nur ein Rabe entdeckt neues Land. Und mein Neffe ist nicht einmal verreckt, sondern ist auch auf dieser Insel. Thorfinn Thorvaldsson, bist du hier? Onkel, euch habe ich gar nicht mehr erwartet. Ich dachte, ihr hättet Schiffbruch erlitten. Nachdem ihr unser Schiff fast zum Kentern gebracht habt, wenn ich euch sehe, werde ich euren Kopf waschen. Wir werden hier warten. Ach, unsere beiden Rabenclans sind auch noch sogar verwandt. Nun, das könnte spannend werden. Und da fliegt ein komischer Vogel über unser Land. Macht die Bögen bereit! Ihr habt also unseren Vogel gefunden. Macht die Bögen bereit! Schießt es ab! Na, der Vogel ist friedfertig. Es gibt keinen Grund, ihn anzugreifen. Das sagt ihr. Ja, das sage ich. Ah, und wir bekommen gerade wieder einen Briefraben. Gut, wir werden uns um die Draugere natürlich kümmern, werter Bruder. Wir bringen nur kurz unsere Bergbauer in Sicherheit. Na kommt. Wir möchten aber gerne einmal die Draugere Invasion, die uns von den Ahnen angesagt wurde, abwehren, bevor wir uns darum kümmern. Gleich drei Portale nach Helheim werden bei uns mutmaßlich geöffnet werden. Ahnen helft uns, dass wir das abwehren können. Nun, Krieger, schlagt sie zurück. Wir haben die Drauger erfolgreich zurückgeschlagen. Wir ebenso. Ja, wir kümmern uns gerade noch um einen letzten. Bei uns waren keine Drauger. Wir kümmern uns gerade noch um einen letzten Nachzügler. Und da ist der Tod. Endgültig. So, nun kümmern wir uns um die andere Plage.
Ja, schlag kräftig zu, Bär. Nun, mein Bruder, wir haben euch die Steine freigeschlagen. Und von irgendwoher kommt hier gerade eine Karawane mit Nahrungsmitteln. Ah, noch ein Briefrabe. Oh. Überlasst uns die Steine. Danke euch, Bruder. Wir müssen noch ein wenig Ressourcen ansparen, um diese Lande beanspruchen zu können. Aber es wird nicht lange dauern. Ja, dann sollte das ja gut gehen. Das ist jetzt nicht wahr. Unser Speer ist über einen Ast gestolpert und hat sich das Genick gebrochen. Soll ab und zu vorkommen, habe ich mir mal sagen lassen. Wir schicken einen neuen los. Diarf. Wehe, du versaust das auch. Das wird schon gut gehen. Nun, falls einer der uns bekannten Clans Steine anzubieten hat, handeln wir gerne. Wir sind bereit, gute Preise zu zahlen. So sehr uns auch der Handel am Herzen liegt, können wir derzeit doch keine Steine erübrigen, da wir die doch selbst brauchen, um hier eine standfeste Siedlung zu errichten in diesen Landen. Ah, werter Eber-Clan, schön, euch endlich persönlich kennenzulernen. Ich freue mich auch darüber, euch nun endlich persönlich gegenüberstehen zu können. Ah, wir danken euch, Bruder. Schickt uns tatsächlich direkt eine Karawane mit Stein. Damit haben wir nicht gerechnet. Oh. Sagt mal, merkt ihr auch so einen leichten Anstieg in der Rattenpopulation? Nur ein bisschen. Etwas. Nicht, dass ich wüsste. Also uns wurde eine Plage vorhergesagt. Schauen wir mal. Ihr könnt die Karawane jetzt übrigens gerne stoppen, werter Bruder. Wir konnten uns endlich die Steinfelder sichern. Ein Steinbruch wird jetzt gerade aufgebaut. Ja, wir müssen die Nahrungsvorräte gut einlagern. Ja, wir haben zum Glück schon ein paar Silos. Das wird sicherlich ausreichen, um die Ratten abzuhalten. So, an die Arbeit, Brody. Da motzt schon der Nächste, dass er ein besseres Haus will. Ja, Schafsfelle. Da hast du. Hör auf zu maulen. Tja, sowas nennt ihr Bevölkerung.
keine Krieger von edlem Geblüt bei euch? Ach, die verlangen zu viel Eisen für ihre Waffen. Das müssen wir erst noch kaufen. Wenn man die Marktpreise bedenkt für handelsübliches Eisen. Ja, na, viel zu teuer. Ja, das ist durchaus wahr. Und unsere Leute feilschen so schlecht. Wirklich? Warum das? Das wissen wir leider auch nicht. Vielleicht sollten wir ihnen das Münzwesen doch nochmal näher bringen. Das könnte natürlich von Vorteil sein, keine Frage. In unseren Landen ist die Versorgung derzeit kein großes Problem. Ach, wisst ihr was? Zu Ehren der all der neu kennengelernten Nachbarn und Brüder und Geschwister und was hier nicht alles so rumkreucht, geben wir einfach mal ein Festmahl. Das freut mich sehr. Und was will dieser komische Vogel schon wieder hier? Ein komischer Vogel? Oh, da sehen wir schon direkt eine erste Schlacht unter Nachbarn. Ein kleiner Disput zwischen mir und meinem Neffen. Nichts von Bedeutung. Wir haben uns nur willkommen geheißen. Ah, so nennt man das also. Interessante Sitten. Ah, wundervoll. Wir sind geehrt. Wir wurden von Jörd gesegnet. Seine Priester haben uns direkt noch Metall geschenkt. Wundervoll. Das hört man doch gern. Und wir haben von eurem Bruder erfahren, dass er in der Nähe unserer Lande gesichtet wurde. Wir wünschen, ja, dieses Stück Land in Besitz zu nehmen. Bitte geht. Wenn ihr dies nehmt, werde ich an der Seite meines Neffen stehen und euch da rausschlagen. Verzieht euch, wir haben es gereinigt. Für meinen Neffen. Ihr wollt dieses Stück Land? Nein, mein Neffe kriegt dieses Land. Und was ist mit dem Steinkreis dort neben eurem Land? Der ist meins. Ist es das Land von meinem Neffen, von Thorvil Thorvaldsson. Wir werden vorerst abziehen. Sehr gut. Wir werden das Land einmal begutachten intensiv und falls es doch nicht interessiert, könnt ihr es doch gerne wieder haben. Das freut uns. Ja, wir denken das Land... Bringt die Schafe weg! Genau, wir denken schon, also das Land war sicherlich nicht der ausschlaggebende Punkt. Nein, nein, aber das Land interessiert mich trotzdem. Hier ist doch nichts von Interesse, ihr könnt es haben. Männer, dreckiges Land. Vogel am Himmel, macht die Wurfäxte bereit! Ich habe euch gesagt, ihr sollt diese Mäuse, so niedlich sie auch sind, nicht kraulen und mit ins Haus nehmen. Jetzt sind schon wieder 5 Leute krank. Und der Wolfsclan wurde zum Jarl ernannt, Kasrik der Berserker. Wir beglückwünschen euch, Jarl. Wir danken. Wir haben auch dafür einiges getan. Genauso wie wir.
Und wir beglückwünschen euch auch für den Titel des Jahres. Nun, äußerst interessant. Im Moment haben ganze 4 Clans direkte Grenzen zu der Wyvern. Na, schauen wir mal, wer sich dem Kampf stellen wird. Wir begutachten Grad 1 der Länder und vielleicht werden wir dies auch unseren Nachbarn übergeben. Wir werden abwarten. Und wieder einmal haben wir Winter. Vollkommen richtig, ja. Ja, stellt euch nicht so an, schnallt halt den Gürtel enger. So, wir konnten unsere Speer endlich ein wenig besser ausbilden. Hoffen wir mal, dass sie jetzt nicht wieder so schnell verletzt werden. Das wäre wohl von Vorteil, das stimmt. Gerade wo ich es sagte, stolperte der Nächste über einen Ast. Soll ab und zu vorkommen, ja. Unserem Speer fiel sogar ein ganzer Baum auf den Kopf. Nun, er möge in Frieden ruhen und in Valhalla wiederkommen. Er ist kein Krieger gewesen, er kann nicht nach Valhalla. Woher wollt ihr dies wissen, ob er nicht vielleicht ein Krieger war? Das sagen die Ahnen. Ich grüße euch, Anführer des Ziegenclans, Olaf Björnsson. Nun, wir grüßen euch auch, werten Jarl des Eberclans. Sagt, braucht ihr zufällig Nahrung? Ich hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn ihr mit uns handeln würdet. Nun, und euch zu Ehren geben wir dazu auch noch ein Festmahl, trotz dieses Winters. Das ist zu freundlich, dass ihr im Winter ein Festmahl für uns gebt. Wir beglückwünschen unseren Bruder, der nun ebenfalls zum Jarl ernannt wurde. Ich sehe, auch ihr habt den Titel eines Jarl erreicht, Olaf. Ja, und sobald unser momentanes Festmahl durch ist, werden wir ein weiteres geben, aufgrund dessen. Welch kurzsichtige Sichtweise, anstatt die Nahrung zu horten. Unsere Nahrungslager sind voll, wir horten sie, wie wir können. Sonst wäre doch schade um alles, was später geerntet wurde. Welter Jarl des Wolfsclans, sollte es euch uns beunruhigen, dass so viele Truppen an unseren Grenzen stehen? Nein,
Satelliten, diese sind nur da für den Wolfsbau in unseren Landen, den wir regelmäßig immer wieder als Jagdgründe hernehmen. Ah, nun gut, also eine reine Schlachtertrupp. So sieht es aus. Nun gut. Glauben wir euch das vorerst. Wir haben für dieses Gebiet doch auch kein Interesse. Ihr könnt das ruhig nehmen, wer es von euch möchte, wer der Nachbarn. Nun, meint ihr diese leere Ebene jenseits des Würm? Selbstverständlich. Ja. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Sieht dies als Geschenk von meinen Clan an euren Clan auf eine gute Nachbarschaft. Dann danke ich euch dafür. Nun, wir schicken auch noch Nahrung nun an unsere Freunde und Nachbarn vom Rabenclan zu Björn Rockanson. Wir freuen uns über eure Nahrung. Nein, Jarn Sigit, du rennst nicht wieder in die Wildnis, bevor dein Knöchel geheilt ist. Sind wir die Einzigen mit so ungeschickten Speeren? Anscheinend, denn unsere Speer verletzen sich fast nie und wenn denn nur minimal. Unsere sterben ab und zu. Deswegen haben wir eine lange Zeit keinen Speer mehr hinausgeschickt. Sie kippen quasi mitten in der Wildnis einfach um, oder wie? Keine Ahnung, was mit ihnen geschieht. Sie kommen zumindest nicht mehr zurück. Ihre Leichen wurden meistens nie gefunden. Das ist allerdings wirklich ungewöhnlich. Oh, es wird wieder einen sehr harten Winter geben, sagen die Ahnen. Hart? Ja, hart. Es wird sehr kalt werden. Wie ihr es euch eben vorstellen könnt. Lagert Vorräte ein, ihr werdet sie brauchen. Bei uns Vorräte einzulagern, unsere Lager sind voll. Ich glaube, wir sollten unsere Lager vergrößern. Wir überlegen zurzeit, eine zweite Brauerei des Bärenbräus anzulegen. Könnte von Vorteil sein. Ich glaube, wir nennen sie zur Bärenklaue. Das klingt vernünftig. Ah, der Hirschclan! Wir grüßen euch! Seid gegrüßt! Haben wir euch endlich auch einmal gefunden und was ist das für ein Krater da mitten an euren Landen? Ach, meint ihr den, wo unser Handelszentrum direkt nebendran steht? Genau jener. Dort lag ein verwundeter Vogel, den wir geheilt haben. Ach, dieses komische Vieh, was bei uns die ganze Zeit rumkreuzt. Das mag durchaus sein. Er gab uns wertvolle Informationen über diverse Ecken dieser Insel. Nun gut, interessant.
Nun, möchte noch irgendjemand anders vielleicht Holz von uns haben? Unsere Wälder sind nicht mehr ganz so dicht, aber wir haben einen guten Vorrat. Hab Dank, wir haben genug. Auch wir haben genug. Hat noch jemand weiteres Interesse, Nahrung vom Ziegenclan zu kaufen? Nein, das ist nicht notwendig. Den Ziegenclan, den wir gerade kennengelernt haben, wir grüßen euch. Wir grüßen euch ebenso. Wir haben schon vor längerer Zeit Nahrungskarawanen in eure Richtung geschickt. Ja, das haben wir tatsächlich sogar schon gesehen. Jetzt kennen wir aber auch endlich euer Wappen. Ja, wir sind der Clan von Heidrun. Wer hätte das gedacht? Ach, und alle Welt errichtet Altäre der Könige. Ja, aber natürlich. Man muss den Ahnen gedenken. Das ist nur richtig und billig so. Es ist billig, der Ahnen zu gedenken? Gerecht und billig. Also es ist korrekt. Im Sinne der Ahnen. Mhm. Wir senden dann doch noch Nahrung an den Hirschland. Wäre doch schade um das frisch Geerntete. Wir danken dem großzügigen Ziegenclan für dieses, für diese Handelskarawane. Möchte mein Bruder Singir vielleicht gerne dies nun frei gewordene Landstück haben? Dann würden wir den Wachturm dort natürlich abreißen. Ah, es fröstelt. Der Winter tritt bald ein. Wird ein rauer Winter. Ja, definitiv. Ah, eine Brieftaube. Taube? Was ist aus dem Raben geworden? Naja. Gut. Wir danken euch für eure Großzügigkeit. Wir werden es dann vielleicht später noch ausbauen. Und wir haben jetzt erstmal eine öffentliche Feuerstelle für diesen harten Winter eröffnet, wo sich die Bürger versammeln können, wenn ihnen zu kalt wird. Es wird kalt. Sehr kalt. Ja. Zieht eure Bärenfellumhänge an! Und es wird noch kälter werden, befürchte ich. Es wird erst noch schlimmer, bevor es besser wird. Wir möchten Jarl Thorfinn warnen, dass in seinem Gebiet gefährliche Gegenstände auf dem Boden herumliegen. Unser Speer hat sich wieder einmal schwer verletzt. Kann gut sein. Wir errichten hier eine dauerhafte Siedlung auf diesen Landen. Da kann sein, dass hier und da noch ein Nagel verstreut liegt. Nun, der Winter wird schwerer. Lasst uns schmausen. Schickt uns Nahrung oder wir greifen euch an. Wir schicken Ziege. Euch doch schon Nahrung. Ihr nagen am Hungertuch und ihr vergibt ein Festmahl? Natürlich, wir schicken euch noch mehr. Mehr schickt uns, mehr. Ist vor allem interessant, wie ihr mit einer Hammelkeule in der Hand verhandelt. Ja, definitiv. Eine durchaus beeindruckende Taktik. Man sollte doch teilen, um solche Winter zu überstehen. Da ist durchaus etwas dran. Jetzt frösteln wir auch noch. Ich hoffe, jemand kann uns Holz schicken. Sonst greifen wir ihn an!
Wen? Wie mein, wen greift ihr an? Aber ja, wir können euch etwas aus unseren großen Vorräten schicken. Wir hoffen, diese Holzladung hilft euch weiter. Ah, unsere öffentliche Feuerstelle hat uns doch durch den Winter gebracht. Ja, uns ebenso. Der Clan hat sich versammelt und Lieder gesungen. Wir haben es auch geschafft. Oh, wir konnten unseren Händen endlich das Falschen beibringen. Wir haben im Gemeindehaus gefeiert. Ihr feiert doch ständig nur Ziege. Nun. Seht ihr dort ein Problem? Ja, dass ihr das den anderen Jarls so unter die Nase reiben müsst, den Wohlstand eures Volkes. Währenddessen wir um alles kämpfen, was wir brauchen, und ihr werdet einfach immer weiter rumprotz mit euren Festen. Somit werdet ihr auf dieser Insel doch keine Freunde machen. Nun, werter Freund, bedenkt, der Ziegenclan teilt seine Vorräte auch mit anderen Clans. Leider können wir momentan keine weiteren Handelszentren errichten, um euch auch noch Nahrung zukommen zu lassen. Aber wir teilen schon mit vielen anderen Clans. Das kann doch jeder sagen. Ja, das also, stimmt durchaus. Aber wir können bestätigen, dass die Hammelkeulen sehr schmackhaft sind. Ja. Mhm. Ich schon sagte, es macht es nicht weniger wahr. Ne? Wir empfehlen Minzsoße. Bah, nicht zufällig Wildschwein an Pfefferminzsoße. Oh, köstlich. Das klingt so, als würde es von irgendwelchen Inseln aus dem Westen kommen. Es soll grässlich sein dort. Habe ich auch gehört. Absolut keinen Geschmack. Ach, ihr seid einfach Banausen. Wir grüßen den mächtigen Ebert-Clan. Wir haben ihn endlich gefunden. Ich grüße euch ebenso. Wie ist euer Name? Mein Name ist Kasrik der Berserker vom Wolfsclan. Oh, vom Wolfsclan. Dann müsst ihr ein wahrhaft großer Krieger sein. In der Tat, wir haben sehr viele Schlachten schon voll hinter uns und viele unmögliche Dinge vollbracht, die uns keiner zugetraut hätte. Das klingt ja wirklich nach einer interessanten Geschichte, die ihr mir vielleicht eines Tages an einem Lagerfeuer erzählen könntet. Die Erde bebt. Habt ihr es gespürt, werte Jarls? Ja. In der Tat. Die Erde bebt das häufig dieser Tage. Ja, vielleicht ist das ein Zeichen der Götter. Thor zürnt uns, wir kämpfen zu wenig. Das wäre durchaus denkbar.
bleibt, zeigen wir nun, wie stark wir sind. Und werden unseren ersten Kampf zeigen. Wir werden den Würm erlegen. Ihr wollt euch gegen den Würmern stellen? Und das wollen wir auch sehen. Vielleicht, wenn das Wetter etwas besser geworden ist. Für Odin! Kämpft, Männer! Kämpft! Keiner weicht! Für Odin! Onkel! Ein gar gästliches Gebrüll. Wir müssen euch leider sagen, werter Thorfinn Thorwall, euer Onkel ist tapfer gefallen und zu Odin gegangen. Seine Männer kämpfen aber dennoch weiter, so wie wir mitbekommen. Ja? Für unseren Jarl! Wir gehen zusammen nach Valhalla! Es sieht sogar so aus, als könnten die Männer noch siegreich sein. Könnten für uns. Ich befürchte. Leider ist der. Wir rächen euch, Onkel! Und dem. Wir haben unseren Onkel gerecht. Wir hoffen, dass er mit einer Gunst aus Valhalla zu uns runterschaut. Wir haben sein Werk vollbracht. Wir fangen dann mal an aufzuräumen. Niemals, das ist unser Boden. Haben diesen Wyvern erlegt für unseren Onkel. Nun gut, er sei euch gegönnt. Wir wollten das Land ja nur für euch reinigen von diesem Biest. Wir haben dies zu verantworten, also werden wir auch uns darum kümmern. Wir werden hier auch eine Grabstätte für unseren Onkel errichten. Nun, ich denke, die Jarls sind darauf gespannt, wer übernimmt denn jetzt das Jarltum des einen Rabenclans? Nun, ich weiß nicht. Er ist mit seiner eigenen Sippschaft hierher gesiedelt und ich weiß nicht, wer von seiner Sippe nun an die Stelle von meinem Onkel tritt. Um mal kurz das RP zu brechen, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt Tick-Tack, die Zeit der Götter hat begonnen. Und daher würde ich auch sagen, dass die Zeit der Götter ein guter Zeitpunkt ist, um uns noch einmal zusammenzusetzen, Met zu trinken und euch, lieben Zuschauern, viel Spaß dabei zu wünschen, darauf zu warten, dass die nächste Folge kommt. Genau, viel Freude dabei. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.